Herzlich willkommen zurück im zweiten Teil des Quassel-Videos. Ja, kennt ihr die unendliche Geschichte? Ich glaube, jeder sollte diese kennen. Oder sollte ich sagen, täglich grüßt das Murmeltier. Kennt ihr sicherlich auch. So fühle ich mich gerade mit meinem linken Auge. Das geht mir nämlich langsam wirklich auf den Zeiger. Sack. Dort. Also, jeden Tag was Neues. Was hat man denn diesmal? Nun, das kann ich euch sagen. Eigentlich war heute geplant, dass ich noch ein bisschen Trainspotting mache. Gut, okay, das Wetter, das hat eh nicht funktioniert, sodass ich auch nicht zu meiner Arbeit muss gemacht werden. Sache hingehen brauchte, weil wenn es regnet, bringt das ja eh nichts. Weiß ja, alles im Freien ist, was ich machen muss. Ja, aber das ist nicht das Einzige. Denn ich konnte die ganze Nacht wieder nicht schlafen. Warum konnte ich nicht schlafen? Naja, das linke Auge. Wie ich schon sagte, es ist jeden Tag was Neues. Und diesmal war es einfach nur Schmerz. Unerträglicher Schmerz. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie weh das tut. Tat. Jetzt tut es nicht mehr weh, aber es tat weh. Und einschlafen war da nicht. Aus Verzweiflung habe ich mir dann die Limoflasche genommen und habe die vorsichtig auf das Auge gedrückt, damit das ein bisschen gekühlt wird. Muss aber irgendwie, keine Ahnung, Spannung entstanden sein. Aber da kommen wir gleich dazu. Ja, bis früh konnte ich nicht schlafen und da habe ich mir einfach gedacht, jetzt fährst du nicht zu Globus und schaffst das Paket weg, was noch jemand kriegte mit dem TT-Zeug, sondern du packst das Paket jetzt ein und fährst richtig zur Uniklinik. Und was haben die mir gesagt? Naja, Grabo, das geht natürlich nicht. Sie haben am Montag einen Spezialtermin, da müssen sie jetzt zu ihrem Augenarzt. Echt jetzt? Aber da der Schmerz halt unerträglich war, ich bin mit dem Fahrrad gefahren, ja. Was willst du machen? Bin ich dann zum Augenarzt gefahren. Dort habe ich gesessen von knapp 8 Uhr bis 9.40 Uhr, da ich ja keinen Termin hatte. Als ich dann dran gekommen bin, war da auch noch eine Schwester mit dabei. Der Arzt hat wieder mal reingeleuchtet, hat nichts gesehen. Hat mich natürlich gefragt, was los ist. Ich sage, ja, das drückt die ganze Zeit und tut weh. Dann wird eine Salbe aufs Auge geschmiert. Dann wurde ich auch nochmal geröntgt an dem Auge, ob das alles in Ordnung ist. Und dann hat er mir zum Schluss gesagt, ja, das ist, weil die Nähte sich ausdehnen. Aha. Und dadurch, dass die, nicht die Netzhaut, das andere, das da vorne ist, ich habe den Namen vergessen. Naja, jedenfalls das, was wir da festgemacht haben, dehnt sich aus, drückt natürlich dann jetzt gegen die Augenlider und verursacht dadurch diesen Schmerz, sagte zumindest. Ja, wie gesagt, hat mir eine Creme gegeben, dann hat es dann nachgelassen und bis jetzt muss ich sagen, toi toi toi, Schmerz ist nicht mehr da. Ich frage mich, was ja noch alles passiert mit dem Ohr. Schlechter sehen tue ich nicht. Ich hatte heute, nachdem ich wieder zu Hause war, schwarzes Dreieck hier oben, wo ich dachte, wenn du das hier hochdrückst, ist es weg. Nö, war immer noch zu sehen. Das ging aber dann irgendwie weg. Es ist jetzt nicht mehr zu sehen, das schwarze Dreieck. Es sah wirklich ein bisschen komisch aus, richtig wie so. Aber es ist weg. Keine Ahnung. Ich muss dazu sagen, es hat geschüttet in Ström, als ich wieder vom Augenarzt weg war. Und ich bin mit dem Fahrrad dann mit der S-Bahn gefahren, also bis zur S-Bahn gefahren. Und dann habe ich das Paket weggeschafft für denjenigen. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Und als ich zu Hause ankam, war ich durch. Scheiße. Was willst du machen? Wollte ich euch das noch erzählen? Ich hoffe, dass ich euch nicht noch mehr erzählen muss wegen dieser Geschichte hier. Dass das eben bald vorbei ist. Aber ich befürchte, nee, das wird noch eine ganze Weile so gehen. Dann kommt nämlich dann die nächste Hiobsbotschaft.
Mich hat dann der Vereinschef angerufen und hat gemeint, dass es erstmal nichts bringt. Erstens wegen der Geschichte, die passiert ist. Und zweitens, weil ich außer Gefecht gesetzt bin. Und darum hat er mich aus dem Projekt rausgenommen. Ja, gut. Aber da kann ich ja nichts dafür. Was soll ich machen? Wenn ich nicht belastet werden darf, so wie der Arzt es auch gesagt hat, hat er mir ganz deutlich gesagt, Herr Grabo, das Auge darf nicht belastet werden, jetzt erst recht nicht, wenn das jetzt mit diesem Augenlid und mit dieser Narbe da, oder wie er das gesagt hat, ausdehnt, ist das gerade nicht gerade vorteilhaft, wenn ich das jetzt belaste. Belasten heißt nach unten gucken die ganze Zeit, anstrengen irgendwie, deswegen auch Computer. Werde ich mir überlegen, ob ich das überhaupt heute fertig mache, das Video. Weil, oder steck es ab. Das geht natürlich auch. Es nervt einfach nur, dass ich das scheiße auch. Aber was willst du machen? Ich will ja auch nicht blind werden. Wovor ich wirklich Angst habe. Aber noch geht's. Und ich bin froh, wenn meine neue Brille von Vielmann, meine neue Brille von Vielmann, endlich fertig ist. Weil dann sehe ich nämlich nicht mehr doppelt. Dadurch, dass das jetzt ja schlechter ist als die Brille, also umgekehrt, Auge ist noch schlechter, Brille reicht nicht mehr aus, sehe ich immer alles doppelt. Das ändert sich dann, wenn die andere Brille dann, das sind dann auch irgendwie die Sichtradien oder die Kurven, Dings da, ach was weiß ich. Also das ist dann auf jeden Fall so abgestimmt, dass ich nicht mehr schiele, so wie das jetzt gerade der Fall ist, wie ich wieder als doppelt sehe, dadurch, weil das Auge halt nicht mehr an die Brille angepasst ist. Also drückt ihr dann, dass die Brille fertig ist. Dass das wenigstens klappt. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich die Tour. Nein. Fällt aus. Ist ja wohl klar, ne? Aber nicht nur aus dem Grund fällt sie aus, weil ich das Auge nicht belasten darf oder weil ich eben das Auge schonen muss, sondern weil es da draußen schüttet aus Eimer. Und das jetzt schon seit heute früh. Und es soll auch morgen schütten und es soll auch am Sonntag schütten. Ja, scheiße. Entschuldigung für das Wort Mist. Aber wenn ich eh keine Tour machen kann, dann ist es auch egal. So, aber damit beenden wir jetzt das Thema erst einmal endgültig. Also ich meine nicht endgültig, aber für das heutige Video und widmen uns einem anderen Thema. Ja, es ist dann nämlich etwas passiert, was ich auch nicht erwartet habe. Ich habe nämlich noch ein Überraschungspaket bekommen. Das habe ich erlaubt, mir schon aufzumachen, aber eben nicht vollständig. Das zeige ich euch nachher dann noch. Ist nicht viel, es ist nur eine Kleinigkeit. Also ich denke, es ist nur eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht genau, was drin ist. Ich habe aber einen Verdacht. Diesmal weiß ich überhaupt nicht, von wem es kommt. Weil da standen nur Modellbahnwelten drauf. Mehr nicht. Keine Ahnung. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es das Paket aus Frankreich ist. Aber das war es nicht. Dieses Paket, Modellbahnwelten, mehr stand nicht drauf. Also auch keine Adresse, gar nicht. Ich weiß nicht mal, von wem das kommt. Ich frage mich nur, wo derjenige meine Adresse her hat. Aber trotzdem vielen Dank an denjenigen. Und ich bin ja echt mal gespannt, was da jetzt drin ist. Man kann es noch nicht erkennen. Wie gesagt, ich habe einen Verdacht. Gut, so. Und dann kommen wir zu einem nächsten Thema, was Modellbahn betrifft. Und das ist ein bisschen ärgerlicher. Denn das betrifft nämlich die angeforderten Wagen aus Frankreich. Das war, ja, sagen wir mal, ein günstiges Konvolut, wieder mal, wo ich mich eigentlich darauf gefreut habe, damit ich einen Zug komplettieren kann. Das habe ich zumindest gedacht. Doch dann musste ich feststellen, weil ich einen dieser Wagen schon woanders her bekam, nämlich von Kleinanzeigen. Das ist natürlich nicht so schön. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Ihr kennt ja die hier von Nima, die ich gealtert habe.
Ne? Sehr schöne Kokswagen oder Kaliwagen. Und ja, dann habe ich dann noch die von Arnold bekommen, die ich übrigens noch ein bisschen altern werde, also sprich noch ein bisschen Drecksch machen und ein bisschen weiß. Muss ich mal gucken, wenn ich das hinkriege. Vielleicht auch dieses Wochenende mal schauen. Lass mal warten, dass es morgen rauskommt, wenn ich nochmal in die Uniklinik muss. Montag, meine ich. Montag, Jens, Montag. Montag muss ich in die Uniklinik nochmal. Ja, egal. So, und dann habe ich für 6,50 Euro etwas entdeckt, was ich natürlich genommen habe. Und ich dachte mir, ja, perfekt, gibt es ja auch von anderen Firmen. Und da ist leider das Problem sichtbar geworden. Auch ein Kaliwagen von Minitrix. Die ganz alten, die richtig schweren, die Krawallschachteln, sage ich mal. Da habe ich glaube ich mal Kohlewagen davon gehabt. Die sind auch richtig stabil. Aber ich glaube, das ist deutlich, oder? Oder so. Aber das wird noch besser. Und so. Kann man es erkennen? Ich denke schon, ja. Ja, Freunde. Das war eine Luftnummer. Jetzt ist es zu spät. Die aus Frankreich, die sind schon unterwegs. Da habe ich mich wohl ein bisschen in die Nesseln gesetzt, sage ich mal. Denn ich habe nicht gewusst, dass die hier kleiner sind als die. Und das sieht natürlich richtig bescheiden aus, wenn man die dann zusammenlaufen lässt. Ne? Einfach blöd sieht das aus. Toll. Naja, ich weiß, dass es unterschiedliche Kohlewagen gibt. In Zügen. Aber bei einem Kali-Zug sollten die Waggons schon gleich aussehen. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, was machst du denn da nur? Ganz einfach. Wenn die Dinger dann da sind, dann könnte ich die von euch jemanden anbieten. Vielleicht könnte ja jemand mit mir tauschen. Oder möchte mit mir tauschen. Und zwar gegen entweder Arnold von denen hier, ja. Oder Lima. Vielleicht hat ja jemand solche Wagen noch. Das wäre natürlich toll. Und dann würde ich natürlich die hier dann abgeben. Also tauschen. Weil das sieht natürlich ein bisschen blöd aus, wenn man dann die da hinten dran hängt oder die vorne dran macht. Natürlich werde ich die, wenn die dann alle da sind, nochmal vorführen auf der Anlage, denn ich möchte ja auch wissen, was die vom Geräuschpegel erzeugen. Die sind nämlich nicht gerade leise. Also wenn die unterwegs sind, 10 Stück, das sind keine 10, die kommen, es sind 7 Stück, dann hört man das deutlich. Dann denkt man wirklich, das ist ein echter Güterzug unterwegs, weil das ist ja schon wirklich massiv. Ja. Das braucht natürlich auch eine starke Lok. Wäre wahrscheinlich eine Minitrix-Ludi dranhängen müssen oder eine Doppeltraktion sogar. Vielleicht mache ich auch die anderen mit dran, mal gucken. Das wird dann ziemlich langer Zug. Aber es war ja auch so geplant. Allerdings nicht so, dass die halt anders aussehen. Gut. So. Aber es lässt sich nicht ändern. Da müssen wir halt durch. Oder besser gesagt, da habe ich jetzt Pech gehabt. Die aus Frankreich, wie gesagt, die sind unterwegs. Sind auf der Hälfte der Strecke schon. Und ich kann das jetzt nicht mehr stornieren. Weil ich es zu spät gemerkt habe, ich hätte wahrscheinlich erstmal diesen einen vergleichen sollen, bevor ich dieses blöde Konvolut genommen habe. Ja, wie gesagt, das war auch günstig. Und ja, ich habe mir erlaubt, mir wieder etwas Modellbahnmäßiges zu holen. Ja, weil das ist nun mal mein Hobby. Und solange ich dieses Hobby ausüben kann, übe ich es auch aus. Und wenn jetzt jemand sagt, hebt das Geld lieber auf der Elektrofahrrad, hebt das lieber auf der Waschmaschine und so weiter, dafür kriegst du nicht mal eine halbe Waschmaschine. Da kriegst du mal einen Keilriemen für das, was die Waren gekostet haben. Okay, der Versand waren 17 Euro. Das ist natürlich blöd, ja, aber die Wagen waren auch günstig. Es sind jetzt insgesamt also noch 5 Stück, die noch kommen.
Kann man nichts machen. Ist nun mal so. Gut. Thema Kaliwagen abgehakt. Und jetzt zeige ich euch noch das Überraschungsgeschenk. Geschenk ist ja ein Geschenk, ne? Ja. Da steht drauf. Viel Spaß damit. Aber was ist es denn nur? Also ich würde mal sagen, es sieht aus wie Waren. Gucken wir da einfach mal rein, ja? Jo. Aber da baue ich jetzt die Kamera nicht um, sondern ich mache das jetzt hier so und halte es dann hoch. Ich weiß wirklich nicht, was es ist. Nicht, dass er denkt, ja, ich verarsche euch oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe einen Verdacht, ne, dass mir jemand was Gutes tun wollte, aber ich weiß nicht, ob es das wirklich ist. Ich schaue einfach mal nach. Nee. Nee. Das gibt's doch gar nicht. Also, meine Fans sind einfach der Hammer. Unfassbar. Gibt's doch gar nicht. Ihr könnt euch hoffentlich daran erinnern, dass ich gesagt hatte, als ich die 146, bekommen habe, dass ich noch ein Dosto suche, ne? Oder noch einen Steuerwagen. Jetzt passt mal auf. Das ist unfassbar. Schade, dass ich nicht weiß, was war. Da möchte ich wahrscheinlich anonym bleiben. Unfassbar, oder? Aber das sind halt Mini-Tricks. Ist das geil? Jetzt habe ich tatsächlich in dem kompletten Regio Express oder zwei Regio Expresser mit der 112 und mit der 146. Ist ja cool. Das ist aber wie gesagt Mini-Tricks und ich weiß nicht, wie die laufen, weil ich hatte ja schon mal Mini-Tricks Doppelstockwagen, die grün oder Minden. Und die liefen natürlich nicht, aber ihr habt ja nun gesehen, dass mein IC2 Doppelstock tadellos läuft. Innenlang, außenlang, überall. Die werde ich natürlich leider auf Magnetkupplung umrüsten, das ist aber klar. Und dann teste ich das natürlich. Das führe ich euch natürlich auch vor. Ich kann es einfach nicht glauben, das gibt's doch gar nicht. Nagelneu, die sind nagelneu. Jo, nagelneu. Und der Steuerwagen, der sieht genauso aus wie Fleischmann. Also hat auch diese Plastiknasen. Es ist aber Minitricks. Was steht denn da vorne Stadt dran? Na, scheiße, ich kann es nicht erkennen. Okay. Jetzt hab's gesehen. München Hauptbahnhof steht da dran. Das passt natürlich nicht zur Lok, weil da steht nämlich Aachen dran. Aber das juckt mich nicht. Ne? Was da dran steht. Vielleicht kann man ja irgendwie, vielleicht hat ja irgendjemand eine Idee, dass man diese Zielanzeige ändern kann. Es gibt ja irgendwie eine Möglichkeit. Aber an den neuen Wagen rumpopeln, das ist auch nicht schön. Ne? So. Ja, das ist definitiv Minitricks. Cool. Ja. Und was steht hier dran? Auch München, oder? Ja, München. Also alles drei ist München. München. Geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überwältigt mit dieses tolle Geschenk. Modellbahnwelten. Das scheint doch nicht so alt zu sein, denke ich mal. Weil da steht nämlich da die neue Postleitzahl schon drauf. Also dieses Set kenne ich. Ich weiß auch, was es kostet. Und ja. Sehr cool. Oh, ich habe gerade gesehen, dass da vorne am Steuerwagen auch eine normale Kupplung dran ist. Die werde ich natürlich abmachen. Ja, das kann ich euch nochmal zeigen. Oder ich hänge zwei Züge aneinander. Ich glaube, das gibt es auch. Nee, das gibt es natürlich nicht. Da ist die Kupplung dran.
Und es ist ein neuer Steuerwagen. Ja. Sind die mit Beleuchtung? Ich glaube bestimmt nur hier Spitzenlicht oder so. Geil. Hätte ich nicht gedacht. Unfassbar. Naja. Jetzt habe ich mich genug gestaunt und mich gefreut über dieses wunderschöne Doppelstock-Set. Jetzt habe ich also zwei Regio Express-Züge oder ich mache halt einen langen. Einen langen. Aber ich werde das nachher wahrscheinlich dann in einem kleinen Fahrvideo, was ich dann noch bastle, so gestalten, dass es halt, ja, lasst euch einfach überraschen. Gut, so, was haben wir noch für Themen? Eigentlich nicht mehr. Ich weiß jetzt selber nicht, wie es weitergeht mit den Basteleien an der Anlage. Dadurch, ja, dass ich gehandicapt bin, ich traue mir kaum Fahrvideos zu machen oder überhaupt irgendein Fahrvideo zu machen, weil ich ja dann auch immer die Brille absetzen muss und näher rangehen. Ich hätte beinahe schon mal mein Auge in so einen scheiß Mast eingespießt oder aufgespießt, weil ich nicht aufgepasst habe. Es ist aber Gott sei Dank nichts passiert, also keine Sorge. Ach ja, ich muss natürlich morgen dann mir noch so eine Creme holen beim Optiker. Quatsch, beim Optiker. Natürlich bei der Apotheke. Mein Optiker. Ihr merkt, ich bin total durch mit. Der Zug hat es mir wieder gegeben hier. Unfassbar. Ja, wie gesagt, ich würde gerne die Bergstrecke irgendwann mal fertig machen. Ich hoffe, dass ich das dieses Jahr noch hinbekomme, dass ich euch vor Weihnachten noch die Bergstreckenfahrt präsentieren kann, dass der Zug einmal hoch oder runter fährt, aber alleine kriege ich das eben nicht hin. Und durch die Corona-Krütze, die jetzt wieder ansteht, wir wissen ja nicht, was da jetzt Neues geplant ist. Ich habe bloß gehört, Frau Merkel hat wieder vor, was Neues einzuführen, nämlich 3G in Zügen. Nein, das hat nichts mit dem Handyempfang zu tun, sondern das heißt getestet, geimpft, genesen. Ja, und das wird garantiert nicht mehr beim Zügen bleiben. Man muss jetzt abwarten, wie es weitergeht. Ob sich die Lage entspannt oder ob sie sich noch mehr aus den Fingern saugen, um die Leute zu schikanieren, sage ich mal. Ich habe meine Meinung dazu. Ich denke, viele von euch werden das genauso sehen, mit dieser Impfergeschichte. Aber mehr will ich nicht darauf eingehen, weil naja, das ist mal gleich wieder, naja, wie soll ich meine. Fakt ist, ich versuche wirklich bis Dezember, wenn irgendjemand Lust hat, mir dabei zu helfen, ich glaube, es hat mir jemand mal angeboten, mir mitzuhelfen, die Bergstrecke fertigzustellen, dass zumindest grob die Bergstrecke steht, Bergstrecke steht, mit hoch und runterfahren. Ich habe ja diese Rampe mir organisiert in Z, die ich ja auf N umfunktionieren will. Und ja, erstmal muss sie installiert sein. Klar, es hat auch was mit der Steigung zu tun. Und wenn die aber dann so hoch ist, die Steigung, dann kann ich dann ja bloß die eine Seite benutzen zum Abfahren, aber nicht zum Drauffahren, weil dann ist es ja zu steil. Und man will ja auch nicht seine Loks kaputt machen. Wenn man zum Beispiel mit dem Güterzug über die Bergstrecke fährt, das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Mit dem Triebzug denke ich mal schon. Und vielleicht auch mit dem Doppelstockzug und einer Diesellok oder so. Das gab es ja auch, Doppelstock und Miller und so. Das hat es 100%ig gegeben, das weiß ich genau. Aber da gab es halt bloß ganz bestimmte. Oder ich muss mir halt noch eine 218 irgendwo her günstig organisieren, weil das gab es 100%ig. Sogar in München. Mhm. Habe ich nämlich gesehen in einem Fahrvideo. So, gut. Das wäre es eigentlich. Jetzt wisst ihr erstmal ein bisschen wieder, was passiert ist. Ihr wisst jetzt wegen den Kaliwagen Bescheid, die, naja, eine Luftnummer war, nicht mehr organisiert habe. Und ihr habt das Überraschungsgeschenk gesehen. Ist vielleicht
ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk, gehe ich mal davon aus. Finde es sehr geil. Schade, dass ich nicht weiß, was es gewesen ist. Vielleicht meldet derjenige sich über Mail nochmal bei mir. Das wäre sehr nett, damit ich mich auch noch persönlich bedanken kann. Ja? Und wo du die Adresse hast, tja, ist mir egal. Es ist ein Geschenk gewesen. Ich freue mich darüber. Und ja, vielen, vielen Dank. Ach ja, natürlich kommt jetzt noch das Deine Farm-Video, das ich euch versprochen habe. Lasst euch überraschen. Ist nur kurz. Weil, ihr wisst ja, schon. Aber das, was ich mir ausgedacht habe, was ich mir ausdenke, jetzt ist er noch nicht fertig. Das wird euch gefallen. Hoffe ich zumindest. Wir wurden mindestens erstmal weg. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitagabend, denn den haben wir nämlich jetzt schon. Und ich hoffe, dass ich das Video bis 0 Uhr hochgeladen habe. Was dann am Wochenende passiert, das werdet ihr sehen. Ich verspreche euch jetzt erstmal nichts, weil ich selber nicht weiß, ob es irgendwas gibt. Vielleicht mache ich auch noch ein paar Videos, aber ich möchte wirklich das Auge nicht zu stark belasten. Und wenn der Arzt das so sagt, dann sollte ich mich auch dran halten. Aber dieses Deine, das jetzt kommt, das werde ich jetzt noch fertig machen. Dann verabschiede ich mich jetzt schon mal und sage mal, Film ab.
Ja, Freunde, jetzt muss ich mich doch nochmal melden. Fahrvideo ist fertig. Und, was ist euch aufgefallen? Na? Richtig. Der neue Dosto ist komplett LED beleuchtet. Ich weiß nicht, ob das Original auch so ist. Wenn ja, dann ist es cool. Dann habe ich nämlich jetzt zwei beleuchtete Regio Express-Züge. Und dieses kleine Katzen-Maus-Spiel, was ich ja gerade gespielt habe, ja, das war ganz lustig. Ich musste nämlich ständig den ICE ausbremsen. Ich habe den nicht immer wieder runtergenommen von der Strecke. Ich habe den runterfahren lassen, dann habe ich gefilmt. Dann habe ich gestoppt, dann habe ich einen Regio Express losfahren lassen. Regio Express eine Runde fahren lassen, gestoppt, musste immer die Weiche stellen. Wäre natürlich schön, wenn es elektrisch wäre. So ist es nicht. Also hier warst du gleich zum DJ, kann ich ja sagen. Oder zum Stellwerkmeister. Ja, einmal falsch die Weiche gestellt, da wäre die ICE auf dem Regio Express geknallt. Aber ich habe immer aufgepasst, dass das nicht passiert. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum denn 101 an dem anderen Dosto dran ist, ja, ihr könnt es euch hoffentlich denken, die Geschwindigkeit ist das Problem gewesen. Ja, nur die beiden Loks harmonieren gut. Ich habe die 112 ausprobiert, da wird es ICE. Ich habe Ludmilla ausprobiert, da kriege ich die durch die Gegend. Bringt nichts. Ne? Also habe ich mir gedacht, nur gut, eine 101 und Regio Express, vielleicht gab es das ja mal irgendwie Notfallmodus oder was weiß ich. Aber es hat ja ganz gut geklappt. Ja, gut. Dann hoffe ich, dass euch das kleine Fahrvideo gefallen hat. Und jetzt verabschiede ich mich endgültig. Wünsche euch noch einen schönen Freitagabend und lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich werde jetzt wieder vorsichtig den ICE in seine Vitrine buxieren. Ne? Der brauchte nämlich am Anfang ein bisschen mit Fahren, da hat er keinen Bock gehabt. Sind wir stehen geblieben, aber ist klar, der ist auch lange nicht gefahren. Vielleicht lasse ich ihn auch draußen stehen fürs nächste Fahrvideo. Aber ich denke, jetzt hat er erstmal wieder seinen Auslauf gehabt. Und jetzt kann er wieder in die Vitrine. Genau. Wir warten mich jetzt weg und tschüss.